Hey Leute, der Samu hier. Dieses Statusbild ist nicht nur gut für euch, sondern auch für die Gruppe. Statuseffekte überall und Gegner, bei manchen Gegnern reicht eine Kugel und ihr könnt so sehen, wie sie kaputt ticken. Das ist total bekloppt. Richtig geil. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Detecting additional hostile contacts.
Status-Effekt-Builds sind was ganz Besonderes und ich bin ein ganz großer Fan vom Eclipse-Build. Und die Änderungen am aktivierte Direktive-Set haben nochmal ein paar mehr Optionen aufgezeigt, die man gehen kann in Bezug auf Status-Effekt-Builds. Und das hier könnte tatsächlich für mich das Eclipse-Set ablösen, besonders was den Spaß angeht. Das ist absolut bekloppt. Das ist stellenweise reicht eine Kugel aus, um Mobs kaputt ticken zu lassen. Eine Kugel. Das ist absolut gestört. So, pass auf, komm, wir gehen zuerst zur Spezialisierung. Hier haben wir den Zerstörungsexperten. Einzig und allein aus dem Grund des Sprenggeschütz Rang 3. 10% höherer Explosionsschaden, betrifft Sprenggranaten, Fertigkeiten und Effekte. Was wir hier im Sim haben, ist die Niedertracht-Maske. Wir spielen das mit der Niedertracht-Maske, weil jeder Statuseffekt, der auf Gegner draufkommt, lässt über toxische Lieferungen nochmal einen kontinuierlichen Schaden am Gegner zu. Ja, Statuseffekte verfügen zusätzlich einen 10 Sekunden lang anhaltenden kontinuierlichen Schaden zu. Der angerichtete Schaden entspricht 50% des Schadens der Sprenggranate und wird vom Statuseffekt-Attribut beeinflusst. Heißt, je mehr Status-Effekt-Attribute wir drauf haben, je höher unser Explosionsschaden ist. Ne? Deswegen die 10% von der Granatwerfer-Spezie und die 15% Explosionsschaden von China Light, die wir hier haben. Die spielen uns da in die Karten und erhöhen den Tick der Niedertracht-Maske. So, das ist nur ein kleiner Zusatz. Ne? Natürlich, wie soll es auch sein, die Zorn, wenn wir ein Status-Effekt-Bild spielen und einfach ein bisschen mehr für uns in die Gruppe rausholen wollen, dann und bei hin und wieder mal einen Gegner mit der Zorn weg. Dadurch gibt es 18% Chance und Schaden durch kritische Treffer für einen selbst und das ganze Team. Und zur Waffe kommen wir gleich. Eine der wenigsten genutzten Waffen, die hier in dem Bild extrem gut zur Geltung kommt. Ihr seht hier, ich habe Fertigkeiten Wirkzeit. Wir sind hier noch ein bisschen am Rumspielen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Fertigkeiten Schaden will ich jetzt nicht machen. Vielleicht Reparaturfertigkeiten oder durchgeführte Reparaturen. Ja, wie ich das Ganze mit der Reparaturdrohne spielen wollte, um da einfach mal ein bisschen mehr Reparatur reinzubekommen, weil, wie ihr vielleicht hier schon seht, habe ich Glaskanone an, was dem ganzen Bild extrem Vorteil bringt, aber einen selbst auch schwer dem Schaden aussetzt, der reinkommt. Und wie gesagt, hier die China Light Brust mit Explosionsschaden, 15% für einen Teil Statuseffekte draufgewürfelt, da haben wir auf jedem Teil drauf. Fertigkeiten Schaden hier drauf gewürfelt, könnte man noch überlegen, ob man noch da was anderes nimmt. Und Fertigkeiten Wirkzeit Mod, hat man eben angesprochen. Glaskanone, ne? Jeder soll es kennen von euch, jeder Schaden, den sie zufügen, ist um 25% verstärkt. Jeder Schaden, den sie erleiden, ist um 50% verstärkt. Also ihr haut richtig gut Damage raus, bekommt aber auch deutlich mehr Schaden rein. Passt aber hier natürlich, ne? Weil es auch für Skills in vielen Fertigkeiten-Builds wird Glaskanone gerne benutzt. So, dann haben wir vier Teile aktivierte Direktive. Erst aktivierte Direktive hat einen Buff bekommen. Die Hohlspitzgeschossmunition, die gilt nicht nur für euch, sondern wird dem ganzen Team zugutekommen. Und dadurch könnt ihr die Hohlspitzgeschossmunition quasi dauerhaft aufrechterhalten. Weil irgendjemand aus eurem Team schießt einen Gegner nieder, der markiert ist. Und dadurch, ein ewig währender Kreislauf ist richtig nice. Zwei Teile aktivierte Direktive. Spielen uns in die Karten, geben 15% Statuseffekte, 30% Nachladetempo, spielen uns auch in die Karten, da wir mit einem LMG spielen, was ein bisschen länger braucht für zum Nachladen. Und vier Teile sind die Einsatzregeln, wenn sie einen Gegner treffen, der mit einem Statuseffekt belegt ist, wird er markiert. Ja, wenn sie einen markierten Gegner töten, erhalten sie Hohlspitzgeschossmunition für ihre aktive Waffe und ein halbes Magazin der aktiven Waffe des Agents für den Rest der Party. Kommt auch wieder bei dem LMG zugute, weil ein LMG ein relativ großes Magazin hat. Passt natürlich auch super rein und die Markierung bleibt 10 Sekunden erhalten und die Hohlspitzgeschossmunition verstärkt den Waffenschaden um 20% und verursacht blutende Wunde beim Treffer. Statuseffekt natürlich. So, wir spielen das Ganze ja nicht mit der Brust, wir spielen es mit dem Rucksack. Der Rucksack erhöht die Dauer des Statuseffekts blutende Wunde um 50% und allen durch blutende Wunde verursachten Schaden um 100%. Macht natürlich besonders Sinn in einem Status-Effekt-Bild, wo wir mehr auf den Effekt an sich zielen, als auf den eigentlichen Impact, auf den ersten Einschlag und den Waffenschaden. Ne? Den brauchen wir hier nicht. So, Status-Effekte draufgewürfelt. Natürlich, den Waffenschaden haben wir gelassen oben. Und das bei allen Teilen komplett durch die Bank. Überall Status-Effekt drauf.
um da das maximal Mögliche rauszuholen. Das macht richtig Bock, Leute. So, Pistole ist egal. Und wie gesagt, hier bei den Skills könnt ihr schauen, wie ihr möchtet. Dadurch, dass wir ein bisschen was an Fähigkeiten haben, ja, könnt ihr da schauen, was ihr machen möchtet. Ihr könntet natürlich, wenn ihr sagt, ihr würdet noch ein bisschen weniger Schaden machen, dann farmt euch die schon mit Status-Effekt-Attribut drauf, farmt euch die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände und rollt einfach den Kern um in Fähigkeiten rang. Könnte man natürlich auch machen, dadurch werden die Skills stärker und man hat eine gute Mischung. Kann man tatsächlich auch gut machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber passt so auf jeden Fall auch schon. In der anderen Variante, vielleicht hat ja jemand von euch schon was Ähnliches gebaut oder probiert, dann kann man das mal in die Kommentare hauen, würde mich mal interessieren. Weil das wird, glaube ich, nicht einfach, die Teile zu finden. Ja, ist ja nicht schlimm. So, die Hauptwaffe, die wir hier mitspielen, ist die blaue Bildschirm. Die blaue Bildschirm ist die exotische Variante des GR9, die mit dem letzten Titel-Update hinzugekommen ist. Die hat einen standardmäßigen 100er Magazin und ziemlich hohe Feuerrate und das bei gutem Handling. Kommt mit Schaden gegen ungedeckte und Rüstungsschaden, was zwei perfekte Attribute für ein LMG ist. Aber das Wichtige hier und was dem Bild extrem zugute kommt, ist das Talent. Das Talent ist aufgebaut auf Statuseffekten und passt dadurch natürlich super rein. Wenn ihr Gegner anschießt, dann werden die markiert. Und je nachdem, wie oft ihr drauf schießt, vergrößern sich Stapel. Je nachdem, wie viele Stapel ihr habt, bekommt ihr unterschiedliche Effekte auf die Gegner. Je mehr Stapel ihr habt, bekommt ihr natürlich die Effekte, die für die kleineren Stapel da wären, mit drauf. Also hier 1 bis 10 Stapel trifft markierte Ziele mit einem Impuls, also markiert die Gegner dann. Und 11 bis 25 Stapel markiert und stört sie. Durch Stören haben wir schon den ersten Statuseffekt. Bei 26 bis 49 Stapel gibt es nicht nur die Störung, sondern auch desorientiert ist ein weiterer Statuseffekt. 5 Sekunden und trifft man markierte Ziele, wenn die Stapel voll sind, dann wird allen Gegnern im Umkreis von 10 Metern das Ganze nochmal gespreadet und alle anderen bekommen das auch ab. Ist aber da nicht ganz so wichtig, weil wir, wie gesagt, die meisten Gegner tappen wir einmal an, dass die schon mal ihre Statuseffekte drauf haben durch die aktivierte Direktive und somit herrscht ein herrlicher Kreislauf. So, schauen wir uns doch die Werte an. Grandiose 10% Chance auf Crit, brauchen wir eh nicht. Hier seht ihr den Rest. So, unten angekommen zeige ich euch nochmal das Ganze, wie das funktionieren sollte. Und zwar, jetzt ohne den Zorn-Buff, wie gesagt, ihr schießt den Gegner an, dann seht ihr die Markierung oben. Ne, das sind die entsprechenden Stapel. Ihr seht die unten bauen die sich auf. Wenn ihr jetzt die Fähigkeit benutzt, zum Beispiel hier, dann fängt es an, dass wir den Status-Effekt haben. So, jetzt holen wir uns erstmal. Holen wir uns erstmal die aktivierte Direktive. So, jetzt haben wir die Hohlspitzgeschossmunition. Und jetzt seht ihr schon auf der rechten Seite, was da alles tickt, wie geistesgestört das am Ticken ist. Rote Gegner reicht tatsächlich ein Hit. Schaut euch das an. Er tickt einfach kaputt. Zusätzlich, wenn ihr noch mit drauf schießt, geht's absolut nice. Ach, wie schön die runterticken. Ich habe mal kurz hier auf Schwer, dann seht ihr das noch bei Veteranen. Na, komm her. So, hier haben wir eine ganze Mischung. Kann man machen, denke ich. Das ist einfach nice. Das macht richtig Späßchen. Und das Schöne ist, im Vergleich zu einem Eclipse-Set, was ich auch sehr mag, ne? Im Vergleich zu einem Eclipse-Set ist das Ganze hier ein bisschen offensiver, ein bisschen direkter zu spielen, finde ich. Weil Eclipse ist mal gerne mehr in der Deckung,
hat seinen Cam-Launcher raus, hat den Drohnenstock raus und die Brandsticky oder ähnliches. Und da finde ich das hier schon, ja. Das macht mir persönlich deutlich mehr Spaß zu spielen. Das ist schon bekloppt. Ja. Leute, was sagt ihr dazu? Spielt ihr selbst gern Status Effect Builds? Und was habt ihr sonst so ausprobiert? Haut es mir in die Kommentare. Ich bin raus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.